Drama Slam kommt aus dem Poetry Slam. Also Poetry Slam, da hat jeder Dichter mit seinem eigenen Text 5 Minuten Zeit und darf keine Hilfsmittel verwenden. Und beim Drama Slam wird es halt um die Mittel des Theaters erweitert. Ja, es sind viele Stücke, die lustig sind. So, das kommt aber die Leute sehr gut an. Aber es ist nicht gewaltlustig. Es können auch ganz echt harte Dramen sein. So. Hier sind sie, die 7 Kuverts mit den 7 Texten. Und ich bitte dich hier gleich in der ersten Reihe, uns eines zu ziehen. So, so weit würde ich nicht gehen. Doch, sie sind eine. Aber Huberts Wohl ist mir genauso wichtig wie mein eigenes. Ich muss sagen, ich mache das ja eigentlich schon seit 3 Jahren. Also den Drama Slam machen wir seit 3 Jahren. Aber es ist natürlich jedes Mal wieder etwas Neues, weil die Texte halt jedes Mal neu sind und man freut sich und man ist sehr gespannt dann immer, wenn man den Text in die Hand kriegt, okay, um was geht's da jetzt, was spielt man für eine Rolle? Und wir sind die Vitamins of Society, wir sind ein eigener Verein, ja. Und in Wien spielen meistens die gleichen, es gibt immer wieder Gäste, so. Aber wir haben es so schon in Berlin mit ganz eigenen Leuten gespielt und in Russland, auf Russisch, in St. Petersburg, haben wir es mit Russen natürlich gespielt vor Ort. Es war super, sein eigenes Stück irgendwie da zu sehen und wie das aufgeführt wird, zum Leben erweckt wird und es war eine tolle Erfahrung. Und hier ist auch eine Nutella-Packung, ich habe auch einen Löffel dabei, ihr müsst sie nicht essen, sie ist frisch, also sie ist noch ganz zu. Aber wie gesagt, benutzt sie. I don't give a fuck. Ja, viel Spaß. Ich sehe jedes Stück nur halb, aber gratis. Das Spannende für mich ist, ich bin 18 Jahre alt, also noch recht jung, habe noch nie ein durchgehendes Theaterstück geschrieben, weil ich es noch nie so weit geschafft habe. Aber diese 10 Minuten sind sehr leicht zu schreiben, eine Dramaturgie zu machen. Und auch, wenn ich ein Theaterstück schreibe, wo ich mir wirklich, wo ich ein langes schreibe, also ein abendfüllendes, dann experimentiere ich nicht zu viel, weil das ja auch ein gewisser Aufwand ist. Daran schreibe ich ja vielleicht ein Jahr oder so. Und hier schreibe ich echt, das habe ich in ein paar Stunden geschrieben. Sauarm wär. Jürgen, deine Krawatte sitzt schief. Nenn mich bitte Speck, Jürgen. Es geht ja eigentlich nur um den Spaß hier und seine Muse auswirken zu lassen und ja. Es war jener Tag, an dem wir schwuren, beim nächsten werden wir im Voll. Ich war zum ersten Mal da, ja. Also ich habe am spannendsten empfunden, diese Mischkulanz aus den unterschiedlichsten Stücken. Es kommen einfach Dinge zusammen, Sichtweisen zusammen. Darfst du nicht gleich alles hinschmeißen, nur wenn einmal was nicht passt. Tanzt noch immer. Klingt wie ein schlechtes Marketing für ein Puff. Nein, ernsthaft. Denk drüber nach. Die Flugzeuge am Himmel. Sie werfen ab. Sie fallen auf uns herab. Das Leuchten, das Blitzen, dieser Lärm. Aber es gibt halt manchmal so Augenblicke, wo man macht sich ja selber automatisch in der schnellen Zeit eine gewisse Vorstellung, um irgendwie für sich einen Rahmen zu finden von dem Ganzen. Und muss natürlich diese Vorstellung öfter wieder wegwerfen, weil es sich ja durch den Text ändert und dann das sich auf einmal anders weiterentwickelt, weil man ja nicht weiß, wie sich es weiterentwickelt und man halt selber sich so ein Bild macht, das dann natürlich die ganze Zeit gekippt wird. Und manchmal findet man halt nicht diesen Zusammenhang, weil es eigentlich dann immer so anders kippt, wie man nicht erwartet, dass es passiert. Aber das sehr geehrte Damen und Herren, im Falle einer Beanstandung benötigen wir zwingend die Angabe der oben genannten Lieferungsnummer, unsere Modellnummer sowieso, die Teilenummer und Bezeichnungen der Montageanleitungen. Sie vermeiden Rückfragen und die Zusendung falscher Ersatzteile. Jede Stimme zählt, so für mich ist das eine basisdemokratische Übung. Und da haben wir jetzt so ein System, da hat man 3 Karten, eine mit 3 Punkten, eine mit 2 Punkten, eine mit 1 Punkt und bestimmt seine 3 Favoriten. Das Publikum hat gewotet, was soll's, es hat Spaß gemacht, man bekommt ein Freigetränk, das ist eigentlich fast das Wichtigste.